meiner herzlichen Glückwunsch für den dritten Award des Internationalen Markenkolloquiums in Würdigung des Aufbaus Ihrer international agierenden Marke. Das freut mich aber sehr, dass wir so etwas Schönes bekommen von Ihnen. Das ist eine Kugel, das ist ein gutes Symbol für unsere Arbeit. Ja, das ist der schöne Preis, den ich da erhalten habe, völlig unerwarteterweise. Ich hoffe aber nicht unverdienterweise. Das bedeutet, dass es Gegenden gibt, in denen wir auch wahrgenommen werden. Das ist ein Ziel unserer Firma, die sehr wesentlich ist. Das sehr wesentlich ist, denn wir können mit Österreich allein, da haben wir sehr gute Geltung, können wir aber nicht ganz das beschäftigen, was wir gerne wollen. Wir wollen gerne etwas darüber hinauskommen, denn die Bevölkerungszahl ist in Österreich begrenzt und wir wollen gerne mal uns von unseren nördlichen Nachbarn, wenn wir was bekommen. Das sind allein schon 10-mal so viele. Und das bedeutet natürlich eine größere Chance. Vorläufig wird allerdings in Österreich noch mehr verkauft, als in dem 10-mal so großen Deutschland. Aber das ist im Begriff, sich zu ändern. Die Bekanntheitsgrad in Österreich liegt so hoch, zwischen 98% und 99%, dass es doch eine gewisse Bedeutung für unsere Mitarbeiter hat, wenn sie bei uns eintreten können und mithelfen. Das ist auch ein Vorteil, wenn man dadurch qualifizierte, interessierte Leute bekommt, die also gerne mithelfen, dass das Ganze ein bisschen weitergeht. Und das konnte ich also doch langsam aber doch beobachten, wie sich das entwickelt hat. Seit 1960 sind wir in Deutschland vertreten, war zuerst sehr bescheiden. Können Sie noch gar nicht sagen, wie bescheiden das war. Wir haben da einen Jahresumsatz erzielt, ungefähr, den wir jetzt im Tag machen. Und jetzt geht das schon ganz gut. Und wir wollen schauen, dass wir weiterkommen und natürlich auch in anderen Staaten, die wir tätig sind, also in erster Linie in den österreichischen Nachbarstaaten. Es ist eine österreichische Marke gewesen, die also von meinem Großvater gegründet wurde und in dem österreich-ungarischen Raum bekannt war. Dann hat es die Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit, Kriegs- und Nachkriegszeit gegeben, wo natürlich keine besonderen Umsatzsteigerungen möglich waren. Und wir haben also von dem zehren müssen, von der Vergangenheit zehren müssen. Und das ist so ungefähr in dem Zeitraum, in der zweiten Hälfte erst dann. Also ab 1960 sind wir eben in Deutschland tätig und immerhin ist es jetzt gelungen, mittlerweile auf 60% Anteil, Umsatzanteil im Export zu kommen. Das muss aber noch ein bisschen mehr werden. Ja, Wachstum hat die Bedeutung, dass wir unsere Mitarbeiteranzahl mäßig halten können. Dass wir also nicht verzichten müssen auf Mitarbeiter, sondern dass wir mit der gleichen Mitarbeiterzahl größere Umsätze erzielen können. Und das ist natürlich das Wachstum. Und das Wachstum kann sich nur außerhalb von Österreich wirklich entwickeln. Denn in Österreich mehr wie, wenn Sie in Österreich in ein Geschäft hineingehen, werden Sie sicherlich Männer finden. Also das lässt sich nicht mehr so großartig steigern. Aber im internationalen Bereich ist natürlich jede Menge Luft nach oben. Man muss eine gute Qualität erzeugen und die österreichische Provenienz allerdings betonen. Unsere Marke ist sehr mit dem Namen Wien verbunden. Es ist auf der Schutzmarke steht Schokolade Manner Wien seit der Gründerzeit. Es war ursprünglich reine Schokoladefabrik. Die Schnitten sind aber bald darauf entstanden, die bekannten Waffelware, die im Jahr 1898 schon entstanden ist. Unsere internationale Geltung bezieht sich in erster Linie auf Waffelware. Und das war nicht ganz einfach, weil das war in Deutschland eher Billigbereich. Und wir mussten
ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass es auch Qualität sein kann. Naja, das ist ein allgemeines strategisches Ziel, dass man natürlich einen Betrieb dazu hat, dass man Menschen beschäftigen kann und ihnen Arbeit am Boot bieten kann. Das ist einmal eine ganz wichtige Sache. Und mit dem Konsumenten, der das kauft, der soll halt ein bisschen Vergnügen empfinden, indem das Ganze schmeckt. Das ist natürlich auch wichtig. Dazu muss man natürlich sich sehr bemühen, dass man mit der Qualität auf Top ist. Und naturgemäß muss man sämtliche Vorschriften gesundheitsmäßig und so weiter beachten. Und möglichst, also wir haben ja zum Beispiel Kakao aus UTZ, also mit der Fairtrade produzierte Ware im Schokoladebereich. Und das ist natürlich auch nicht immer allgemein bekannt, warum das da draufsteht, aber es soll eine Botschaft verkünden, dass die Sache nicht nur schmeckt, sondern auch sozusagen anständig erzeugt wird. Den Gedanken der Marke, naja, in Österreich kann ich die Marke gar nicht fördern, weil da muss ich mich manchmal sogar verstecken, weil sonst werden wir mit hundertfach größeren Firmen verglichen. Das ist natürlich dann zu viel verlangt. Aber die Gedanken der Marke ist also in Österreich etwas, was wir nicht fördern müssen. Aber wir müssen versuchen, dass diese Marke auch woanders ihre Bedeutung findet. Es ist zum Beispiel eine Werbemaßnahme von uns ist bekannt, dass wir Skispringer sponsern. Da gibt es natürlich in Deutschland gute Skispringer und das freut dann, wenn der Freund gewinnt, dann hat man auch eine bittere Verbindung mit der Leistung des Sportlers. Ne? Und das sollte heute halt immer, also wir wollten Vergnügen und Freude an der am Essen natürlich und ähnlichen Dingen verbreiten und wir wollen gerne haben, dass es in Zukunft weitergeht und dass das auch möglichst viele Menschen wissen. Wir müssen natürlich uns nach unserem Werbebudget ein bisschen strecken, das ist klar, aber wir versuchen das mit Skispringen und ähnlichen Dingen also weiterzubringen, was auch gelingt. Auf dem Weg, naja, dass Süßware nichts Unanständiges ist, dass der Zucker möglichst gesund ist und dass man also nicht so ungesund wie behauptet wird. Wir haben auch Produkte mit Vollkorn, wo man also Gesundheitsaspekte oder auch betonen, markenmäßig den Wunsch, dass das also nicht vielleicht mit negativen Dingen behaftet wird. Fett muss zum Beispiel entsprechend verwendet werden, dass wir also nicht gehärtete Fette verwenden und ähnliche Dinge. Lauter Dinge, die negativ sein könnten.